Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Runde LS15 hier auf der Holzhausen. Ja, und ich habe gesagt, wir wollen jetzt in die Ballenproduktion, in die Quaderballenproduktion einsteigen. Jetzt ist bloß das Blöde. Es ist ziemliches Kackwetter geworden, wie man hier sieht. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt Ballen machen kann bei dem Wetter. Ich habe auch gerade erst wieder angemacht. Jawohl, er hat ja mal eine männliche Hupe. So muss ich eine Hupe anhören. Dann klappt das auch. Oh, hier ist schon wieder Tiefflug. Ich hoffe, das stört euch nicht. So, wir verkaufen jetzt mal diese Presse. Ah, das ist so viel, kriegen wir dafür. Geil. Das ist natürlich schick. Und ich habe mir ja vorher jetzt mal drei Pressen angeguckt, die ich mir geholt habe, hier als Mods. Den Ladewagen verkaufen wir natürlich auch gleich mit. Ja, was sagen wir mit dem, ne? Wenn wir sowieso keine Rundballen haben. So, dann hätte ich gerne bei Mods. Ich hoffe, es tickt hier übrigens nicht so laut, mein Mittagessen ist gerade im Ofen und ich musste mir eine Uhr stellen. Aber egal, wir wollen Ballentechnik. Und zwar habe ich hier einiges. Also, wir haben jetzt hier die Fendt Quaderballenpresse. Die sieht ganz gut aus. Also, man kann die auch auf jeden Fall nehmen. Dann die Case. Die sieht richtig gut aus. Also, die hat auch. Also, die hat fast die besten Texturen, würde ich sagen. Die Klaas geht auch. Die sieht halt nicht mehr neu aus. Sieht aus wie eine gebrauchte, ne? Schlägt sich hier auch auf den Preis nieder. Ja, ich dachte mir, ich nehme erstmal die Case, weil die einfach so schön zu unserem Drescher passt. Und falls ich dann einfach mal keinen Gefallen mehr daran finde, können wir ja auf eine von den anderen beiden nochmal umsteigen. Die ist ja jetzt hier nicht so die Investition. Aber wir brauchen natürlich auch einen Sammelwagen dann dazu. Ah, außer. Da. Den Arkosin Autostack, der fasst auch zum Glück mehr Ballen. Da sollte man mit einem viel besser hinkommen. So, dann gucken wir uns den mal an. Na gut, den Autostack muss ich jetzt ja wahrscheinlich nicht nochmal großartig zeigen hier. Erstens ist es Kackwetter und man kann das gar nicht richtig schön alles erkennen. Und zweitens ist es halt der normale Sammelwagen, den man ja wahrscheinlich schon ein paar hunderttausend Male gesehen haben wird. Was ist eigentlich da hinten? Da bin ich noch gar nicht hingefahren. Jetzt erstmal hingehen und gucken. Oh lol, hier ist ja noch eine Werkstatt. Carhub. Keine Münze versteckt, das ist ja außergewöhnlich. Ah, hier, John Deere. Schön. Ob das Copyright hat, bin ich mir nicht so sicher. Ja, cool. Ja, schon so lange auf der Map unterwegs und noch nicht einmal da hinten um die Ecke geguckt. Ist ja auch nicht unser Grundstück normalerweise. Hier ist ein bisschen unvorteilhaft angehängt, aber geht schon, wir kommen noch raus. Ich parke aber auch trotzdem erstmal hier. Würde nämlich eigentlich gerne jetzt erstmal herausfinden, ob ich Beilen pressen kann damit. Auch wenn es regnet. Es ist natürlich ein Geschoss, ein richtiges Geschoss ist dieser Trecker. Kann ich den noch irgendwie aufklappen? Achso, hier hinten. Okay. Ja, das einzige Unschöne an dem Trecker ist, oh geil, der klappt hier richtig cool auf. Haben wir was übersehen? Nö. Pickup senken brauchen wir jetzt ja noch nicht, machen wir dann gleich auf A.
Von links, ja, auf dem Feld, was ich euch noch zeigen wollte, ist, man hat hier drin ganz coole IC-Elemente. Wie zum Beispiel, wenn man hier das rechte Shift drückt, sieht man solche Punkte und dann kann man hier zum Beispiel das Fenster aufmachen, das Dachfenster aufmachen oder auch die Tür aufmachen. Alles im Regen natürlich. Ja, sieht ganz geil aus eigentlich. Und jetzt gibt es noch eine Sache, die habe ich noch nicht herausgefunden, was es ist. Hier gibt es noch, wie heißt das? Unterlenker öffnen. So, jetzt haben wir es geöffnet. Ist euch ein Unterschied aufgefallen? Ein Unterlenker. Das hat irgendwas mit den Dingern hier vorne zu tun? Ich weiß es nicht. Ich mach's lieber wieder zu. Genauso wie die Türe. Nicht, dass ich sie mir abfahre. Ist übrigens bei meinem Großvater mal passiert. Da ist er schön mit geöffneter Tür gegen den Rundbein gefahren. Ja, lag das Glas auf dem Fußboden, ne? Kommt vor. In der Hektik der Ernte kann alles passieren. So, wir heizen direkt zum Feld hin und schauen, ob wir jetzt arbeiten dürfen. Das Problem mit diesem Trecker ist halt, ne? Wir müssen immer ganz rechts außen fahren. Kann auch mal den einen oder anderen Reflektorpfahl hier kosten. Komm, wir fahren gleich hier rauf. So, ausklappen. Ja, ich klapp doch schon aus. War hier wieder zu schnell. Pickup runter. Anschmeißen. Die Dämpfe sehen aus, als ob sie hier aus der Chemiefabrik kommen würden. Ein bisschen sehr grelles Grün, hätte ich ein bisschen dunkleres Grün für genommen. Aber generell ist es ja schon mal cool, das ist auf jeden Fall so ein bisschen qualmend. Ja, dann kommen auch schon unsere ersten Wunde hier raus. Lom. Einfach mal so abgeflogen. Ich liebe das, ne? Man muss gar nicht anhalten. Also, ich sage, man fährt gegen den Baum. Aber man muss nicht andauernd das Ding auf und zu machen. Kann ganz in Ruhe rumfahren, sogar bei Regen. Schön. Das gefällt mir doch sehr gut. Ich hoffe nur, dass ich die Dinger dann auch wirklich in meine Primo da reinkriege. Sonst habe ich natürlich mit Zitronen gehandelt. Also wenn man hier in der Mitte habe ich ein Stück vergessen. Aber alles halb so wild. Ja Leute, ich mache erstmal Beil, ne? Mache hier erstmal, denke ich mal, das Feldchen so fertig. Da drüben wächst alles schön vor sich hin. Ich habe in der Nacht auch alles fertig bekommen, was ich wollte. Ich habe das neue große Feld da unten noch eingesät, die 23. Und habe auch alles gedüngt, beziehungsweise das 23er war ja noch vorgedüngt, dadurch, dass ich das verrottete Zeug, glaube ich, untergepflügt habe, beziehungsweise wie sagt man,
gerobert habe, in einem Atemzug quasi mit dem Neusehen, galt das wohl gleich mit als gedüngt. Ja, und von daher brauche ich da gar nicht spritzen. Ja, nice, ne? Aber es sieht schon nice aus. Müssen wir nochmal von vorne so ein bisschen beobachten. Kommt jetzt hier sowieso auf den Schwarz nicht an. Ja, wie gesagt, das Grün. Das Grün ist ein bisschen sehr radikal geraten. Die Farbgebung leicht Neon. Aber naja. Es ist auf jeden Fall mal wieder eine Arbeitserleichterung. Und das soll es ja sein. Also Leute, ich setze einen kleinen Cut. Wir sehen uns, wenn das Ding hier fertig ist. Ich kann noch einmal hier die Presse beim Arbeiten bewundern. Und dann sage ich, bis gleich. Ich hoffe, meine Festplatte macht jetzt noch mit. Lade nämlich noch gerade was anderes runter. Ja, und hier ist der Akkusin Autostack jetzt wunderbar im Einsatz. Und es hat aufgehört zu regnen. Das ist sehr schön. Das kann daran liegen, dass ich meine Session von etwas unterbrechen musste, etwas abrupt. Und ja, jetzt quasi neu angefangen habe. Ihr seht noch, die Presse steht da noch mitten auf dem Feld. Aber das soll ja keinen Abbruch dran tun, dass wir hier schon mal ein bisschen ackern können. Das ist natürlich auch eine schicke Animation, finde ich, immer mit dem Aufgedreht. Das sieht schon gut aus. Hier passt ja noch einmal noch, glaube ich, ne? 16 Beine, das ist ganz schön viel. Jetzt ist voll, oder? Juh. Den klappen wir mal ein. Jetzt muss ich mir noch schnell mal einfallen lassen, wo wir das Zeug abladen. Also ich bin ja schon fast dafür, dass ich hier die zweite Freifläche zu nehmen. Oder auf die Stirnseite vielleicht vom Dings oder einfach hier neben. Hier neben wird es natürlich immer gefährlicher mit dem. Hier ist auch kein Platz. Wir haben zu wenig Platz auf diesem Hof. Hier ist Mist. Kohle und Güllegrube. Ich stelle das hier mal ganz an der Seite ab. Im Notfall muss ich es halt irgendwie wegschieben. Falls ich hier wirklich nochmal eine Silage drauf machen möchte. Oh nein, warum? Nein. Ich bin nicht ganz gerade rausgefahren. Ärgerlich. Ja, ist gut, dass es jetzt kein Heuball hier drauf liegen geblieben auf meinem Fahrzeug. Das ist nämlich immer richtig nervig, wenn die sich dazwischen verklemmen. Aber es sieht natürlich auch nicht wirklich gut aus, wenn die da jetzt sollten aber herumliegen. Na ja, gut, müssen wir gleich einen Haufen verfüttern.
Ich hatte ja schon mal gesagt, weiß ich nicht, ob ihr es gehört hattet, dass ich diesen automatischen Fütterungsmodus, was heißt automatischen Fütterungsmodus, diesen von Hand Einstreumodus und so damit drauf hatte. Das heißt, ich könnte auch eigentlich von Hand zum Beispiel Gras in die Tröge machen. Und das würde ich gerne gleich mal versuchen bei dem einen Trog, der quasi im Gehege ist. Da, wo ich versucht habe, das Wasser reinzubekommen. Er ist übrigens sehr schön gemacht mit dieser Presse hier. Kann man auch richtig die Ballen dann rausdrücken lassen und so, wenn noch welche drin sind und man welche gepresst hat. Also gefällt mir doch ziemlich gut die Presse. Man muss sowas von darauf achten, dass man genau gerade reinfährt. Oder besser gesagt rausfährt bei den Ballen. Da noch schlimmer bei den Quaderballen hier als bei den Rundballen. So, das war's schon wieder. Zack, ab dafür. Ich freue mich schon so richtig auf die nächste Ernte. Ich hoffe, dass dann auch mal wieder ein erhöhtes Angebot für Sachen kommt, die wir auch mal vorrätig haben. Dann würde es ja wenigstens Sinn machen, auch mal einen Cosplay-Kurs fahren zu lassen. Jetzt ist mir natürlich auch im Nachhinein klar geworden, dass dieses Beladung wie heißt das? Beladung am Start oder sowas? Beladung am Anfangstrigger oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie so in der Richtung heißt es, dass das natürlich dann, dass man natürlich unter dem, ja, dem Ausgaberüssel vom Silo da starten muss. Nicht, dass das wieder hier schief geht. Lol, jetzt kann ich da noch nicht mal lang fahren. Na gut. Jetzt klappt es natürlich, ne? Naja, gut. Wir bringen auch diese feine Gerätschaft wieder zurück. In seinen Unterstand. Was ist denn da weggeflogen? Dieser Briefkasten? Sah für mich einen Moment so danach aus, als ob irgendwas voll weggeflogen wäre. Aber dieses Teil ist natürlich auch atzelang. Ich hoffe, das passt überhaupt in der Garage. Oh, ich hoffe, ich komme mit überhaupt um die Ecke. Warum fahre ich eigentlich immer um die Ecke? Ich könnte auch andersrum fahren. Leute, jetzt stecke ich hier fest. Nicht ganz richtig. Nicht ganz die richtige Tür anvisiert. Drauf. Im Grunde genommen ist das Haus an sich ist bestimmt tief genug, aber ich kann ja nicht hier hinten durchfahren. Wie will sie? Wow, knapp. Aber passt. Oder bin ich jetzt hinten durch die Stelltexturen durch? Nee, passt genau. Sehr schön. Wieder für gemacht. So, wunderbar. Was haben wir heute noch so auf der Agenda uns geschrieben? Ja, nicht mehr viel, denn unsere Zeit ist eigentlich gerade abgelaufen. Mal so einen Trigger aus hier.
Das ist auch kurz vorm Länderspiel. Das heißt, für mich ist die Session hier jetzt auch schon wieder unterbrochen. Vielleicht mache ich später noch ein bisschen weiter. Hier habe ich mir übrigens überlegt, da werde ich erstmal alles, was noch geht, abholzen. Und erst ganz am Ende werde ich dann euch nochmal zeigen, wie das hier sozusagen alles zusammen aussieht. Ich kann jetzt auch nochmal hier schnell die Goldmünzen holen. Die liegen ja meistens an Punkten, wo sie sich schon irgendwie was dabei gedacht haben. Wahrscheinlich hier irgendwo, dass man sich die tollen Holzstapel anguckt. Ja, hier. Ja. Schöner Holzstapel, und was ist da an der Seite? Ein Gebüsch. Kleiner Zaun. Ach so, ist einfach hier auf den Zaunpfahl gelegt, ne? Ja, ich denke mal, das ist dann hier die Eingrenzung so ungefähr von dem Pachtgebiet. Also, wir könnten hier noch ein, zwei Bäumchen runterholen. Oh, die anderen sind ein bisschen gewachsen. Schön. Ja, das dauert auch ganz schön. Naja, aber dann können wir auf jeden Fall alles in eins nochmal aufforsten. Dann sieht das hier auch wieder ein bisschen schnieke aus. Gut, Leute, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reinhauen.